Irgendwo, ich sehe Ja, da. da oben. Ja, Genau. da, da. Jetzt hast du. Ja, nochmal. Genau. Da war's. Die werden im Alter immer dünner, da sieht man die so schlecht. Herzlich willkommen zu einem neuen Videoausschussreport. Am 24. März haben wir eigentlich zwei Ausschusssitzungen gemacht, deswegen kriegt ihr auch zwei getrennte Videos. Dieses Video befasst sich mit dem Thema Corona-Warn-App und Luca-App. Da im Moment insbesondere die Luca-App in aller Munde ist, nicht zuletzt, weil sie einen prominenten Fürsprecher mit Smudo von den Fantastischen Vier hatte, der sogar bei Anne Will eingeladen war, haben wir uns im Digitalausschuss auch mit der Frage Luca-App beschäftigt. Das ist eine Check-in-App für alle möglichen Event-Locations, von Restaurant bis Fitnesscenter, in die man irgendwann wieder gehen darf und sich normalerweise in Kontaktlisten eintragen muss. Ein Update gab es auch zur Corona-Warn-App und ich möchte euch über beides erzählen, denn oft wird auch nicht gut verstanden, was denn die eine macht und was die andere und wie es überhaupt eigentlich der Corona-Warn-App geht. Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums erzählte uns daher einiges zum Status der Corona-Warn-App. Alle zwei Wochen gibt es jetzt ein Release mit neuen Aktualisierungen. In den letzten Wochen gab es da unter anderem die Einführung eines Kontakttagebuches, die Verbesserung der Warnprozesse, also wenn ich eine Warnung selber hochlade, wenn ich positiv getestet worden bin. Diese Verbesserung der Warnprozesse, die war tatsächlich eine gute Idee, denn vor einer Weile noch haben nur ungefähr 50% derer, die ihr Testergebnis in die App erhalten haben, das auch an den zentralen Corona-Warn-App-Server weitergeleitet, was ja erst möglich macht, dass Dritte dann gewarnt werden. Jetzt sollen es schon 73% sein, das sind noch nicht 100, aber deutlich mehr als vorher. Neu dazugekommen in den letzten Wochen ist auch, dass endlich ältere iPhones, nämlich iPhone 5 und 6, auch die Corona-Warn-App nutzen können und dass es ein Kontakttagebuch gibt, in dem man sich selber eintragen kann für jeden Tag. Das sollte man übrigens auch machen, wen man wo, wie lange mit oder ohne Maske getroffen hat. Ist eine gute Gedächtnisstütze, falls ihr irgendwann mal in die Lage kommt, dem Gesundheitsamt genau sagen zu müssen, wen ihr in den letzten zwei Wochen wann und wie lange mit oder ohne Maske gesehen habt. Das dürften sich die meisten Menschen nicht mehr so gut erinnern können. Am Tag des Digitalausschusses kam auch ein neues Release raus. Damit ist die Schweiz integriert. Man kann also mit der Corona-Warn-App in der Schweiz auch interagieren. Für den 16.04. wurde eine Check-in-Funktion angekündigt. Die funktioniert aber anders als die der Luca-App, nämlich komplett pseudonym. Der Eintrag, wenn man so einen Barcode an einem Restaurant scannt, erscheint dann übrigens automatisch im Kontakttagebuch. Man muss das nicht mehr eintragen. Viele Leute sagen übrigens, es werden ja kaum Leute gewarnt. Das stimmt aber nicht. Ich habe am 25. März mal in der App nachgeguckt. Das kann man nämlich dort selber sehen. Da stand drin, dass genau am Tag des Digitalausschusses des 24. März 3.930 Leute über die App Dritte gewarnt haben. Das sind fast 4.000 Leute. Stellt euch vor, jeder von denen hat nur drei gewarnt, dann sind das 12.000 Gewarnte am Tag. Das ist nicht nix. Ulrich Kelber hat daher übrigens in der Anhörung auch gesagt, dass die Corona-Warn-App offensichtlich große Akzeptanz und Vertrauen in der Bevölkerung genießt, ist ja auch 26 Millionen Mal runtergeladen und das, obwohl sie praktisch in jeder Talkshow schlecht gemacht wird. Noch wirksamer wäre sie, wenn sie nicht 26 Millionen, sondern 35 Millionen benutzen würden, denn die Nutzenfunktion ist da im Übrigen auch exponentiell, gerade so wie die Verbreitung des Virus. Dafür tut die Bundesregierung allerdings herzlich wenig. Anschließend sprach der Repräsentant des Gesundheitsministeriums auch über die Luca-App. Eigentlich hätte es auch über andere Check-in-Apps gehen sollen, aber er sprach nur von der Luca-App und ich hatte zeitweise das Gefühl, dass mir hier eine beauftragte Werbeperson der Luca-App-Macher gegenüber sitzt. Denn es war die ganze Zeit davon die Rede, was für ein nützliches Instrument doch die Luca-App sei, wie hervorragend sie sich mit der Corona-Warn-App ergänze und dass man doch keinen Keil zwischen diese beiden Apps treiben solle. Als ich später übrigens gefragt habe, ob es stimmt, was das Land Rheinland-Pfalz veröffentlicht hat, dass die Kosten für die Luca-App für die Bundesländer, die sie benutzen, 18 Monate lang vom Bund bezahlt werden soll, da hat er übrigens gesagt, ja, so nein. Also Anfang März hätte sich die Ministerpräsidentenkonferenz mit Angela Merkel auf eine Runde darauf geeinigt, dass wenn die Bundesländer eine einheitliche Software gemeinsam nutzen, dass dann der Bund für 18 Monate die Finanzierung übernehmen könnte.
was er aber wahrscheinlich schon tut. Und offenbar, da läuft ja gerade eine Ausschreibung von 10 Bundesländern, weiß der Vertreter des Gesundheitsministeriums auch schon, wie die ausgeht, weil der hat ja nur von der Luca-App gesprochen. Finde ich in Zeiten der häufigen Korruptionsverdächte übrigens eigenwillig als Vorgehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es da irgendwann komische Schlagzeilen gibt. Im Ausschuss war auch Patrick Hennig, der Chief Technology Officer des Startups, das die Luca-App entwickelt. Natürlich fand er seine eigene App total toll, hat sie eigenwilligerweise als sehr datensparsam beschrieben, war komplett überzeugt davon, dass sie absolut sicher ist, auch wenn alle diese Daten von zig Millionen Menschen auf einem einzigen Haufen liegen und Sicherheitsexperten die gesamte Architektur der IT dahinter als anfällig bezeichnet haben. Und obwohl er nach wie vor keine Datenschutzfolgeabschätzung vorgelegt hat, offensichtlich also noch gar nicht weiß, was die potenziellen Risiken sind für die Daten aller der Personen, die da gesammelt werden. Datensparsam ist die Lösung übrigens nicht, denn es findet bei jedem Check-in ein Datenaustausch mit den zentralen Servern der Luca-App statt. Und man will ja auch noch mehr als die Check-in-Daten haben, mehr also als die Telefonnummer, Adresse und den Namen jeder Person, die in irgendeine Location reingeht. Man will ja auch noch Impfnachweise dort aufnehmen, Schnelltestergebnisse, also hochsensible gesundheitliche Daten, für die eine Datenschutzfolgeabsetzung gesetzlich vorgeschrieben ist. Ganz anders ist Theresa Stadler aufgetreten von der Technischen Hochschule Lausanne. Die hat Krautnotifier vorgestellt, das von der App NotifyMe in der Schweiz bereits im Einsatz ist, und zwar schon seit Ende letzten Jahres, und eine dezentrale, wirklich datensparsame Umsetzung eines solchen Check-in-Verfahrens macht. Das funktioniert pseudonym, also ohne Klarnamen. Das heißt, in dem Fall würden die Gesundheitsdaten die Namen und Adressen nicht bekommen. Es gibt aber die Möglichkeit, auch dezentrale Gästelisten zu führen und das Konzept so zu erweitern, dass man tatsächlich auch Namen, Adressen und Telefonnummern im tatsächlichen Fall des Bedarfs an ein Gesundheitsamt schicken kann. Das wäre auch mit der Corona-Warn-App möglich. Und ich habe mehrfach versucht, den Vertreter des Gesundheitsministeriums zu fragen, warum man denn das dann nicht mit der Corona-Warn-App macht, warum man dann nochmal Geld ausgibt, viele Millionen für ein Start-up, das privat finanziert ist, das auch Profite haben möchte, das mit dubiosen Geschäftspraktiken auftritt und nicht mal gesetzliche Anforderungen erfüllt. Warum macht man es nicht mit der datensparsamen, sicheren, dezentral organisierten Corona-Warn-App? Darauf habe ich leider keine wiedergebbare Antwort bekommen. Der hat mir alles Mögliche erzählt, aber keine Antwort auf meine Frage. Sehr bedauerlich. Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat auch bemängelt, dass die Luca-App einerseits nicht Open Source ist und man daher nicht reingucken kann, ob die Versprechen des Unternehmens überhaupt stimmen. Und natürlich auch, dass keine Datenschutzfolgeabschätzung vorliegt. Er hat aber auch gesagt, dass nach den aktuellen Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer keine digitale Lösung zulässig ist, weil die nämlich Papierlisten vorschreiben. Das müsste man ändern, und er sagt, man könnte das auf verschiedene Arten und Weisen ändern. Man könnte erstens pseudonyme Lösungen parallel zu Papierlisten zulassen. Parallel muss es immer sein, weil man auch Leuten den Besuch von Restaurants ermöglichen muss, die ohne Handy vorbeikommen. Oder zweitens, man könnte nicht pseudonyme Lösungen wie die Check-in-Funktion der Corona-Warn-App zulassen, sondern nur welche, die mit Name, Adresse, Telefonnummer funktionieren, die dann an Gesundheitsämter weitergegeben werden. Das ist die aktuelle Luca-App-Variante, zu der es übrigens ja auch viele Alternativen gibt, plus Papierlisten. Eine dritte Option wäre die Kombination aus 1 und 2, dass man also die Check-in-Funktion der Corona-Warn-App genauso zulässt wie die Luca-artige Funktion mit personenbezogenen Daten, die direkt ans Gesundheitsamt gehen. Für welche Variante sich die Bundesländer entscheiden, darauf hat natürlich der BFDI keinen Einfluss. Das können die Länder selber entscheiden, und ich würde mich freuen, wenn sie sich für einen offenen, datensparsamen Ansatz entscheiden und nicht von vornherein für ein Start-up, das ich wirklich kritikwürdig finde. Eine Frage, die übrigens auch relevant ist: Warum eigentlich hat das BMG so lange damit gewartet, die Corona-Warn-App mit einer Check-in-Funktion auszustatten? Schon im Herbst haben andere Länder diese Art von pseudonymer Check-in-Funktion umgesetzt und in den Ländern erfolgreich eingesetzt.
Seitdem müsste sich die Frage im Bundesgesundheitsministerium stellen, aber erst im Dezember haben sie sich entschieden, das überhaupt haben zu wollen, und erst im Februar haben sie das beauftragt. Dann dauerte die Entwicklung natürlich noch ein paar Wochen, deswegen kommt sie erst nach Ostern. Hätte man das im Herbst, wie ich und viele andere das gefordert haben, schon implementiert, hätten wir wahrscheinlich diese ganze Debatte um die Luca-App überhaupt nicht gehabt. Das ist verantwortungslos und reiht sich ein in das Totalversagen dieser Bundesregierung bei der Bekämpfung der Pandemie. Zusammenfassend möchte ich sagen, nein, ich bin immer noch kein Fan der Luca-App. Ich bin aber immer noch ein Fan der Corona-Warn-App, die allerdings immer noch ihre Potenziale nicht voll entfaltet, weil die Bundesregierung sie nicht lässt. Das finde ich bedauerlich. Ich hoffe, dass nicht alle Bundesländer jetzt auf diesen Zug aufspringen, Millionen rauswerfen, denn die Luca-App wird das Problem nicht lösen. Wir können es am Ende nur lösen mit Impfen, mit Testen und mit Übernahme eigener Verantwortung. Und das heißt immer noch Abstand halten, zu Hause bleiben, Maske tragen, Hände desinfizieren und natürlich Corona-Warn-App installieren und nutzen. Macht da alle mit und dann hoffen wir, können wir eines Tages auch über andere Themen reden. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.